Oh, Brian One. Engine Lombardi. Seit kurzem dabei, dann erklär ich dir lieber mal, was ein Front ist. Ich hänge Polo von Lacoste, Bitch. Und fühlst du dich gefrontet? Wack MCs battle mich seit etlichen Jahren. Und du bringst das Medley der letzten Dekade. Für solche Lines hat man Vocal vorher noch gehasst. Aber Cat, ich fühl mich weder gebissen noch gekratzt. Du startest mit ner lebendes Brian Line und ein paar Zahlen später. Eigentlich wollte ich ne lebendes Brian Line bringen. Text so belanglos, du vergisst mehrere Bars. Wachs ich im zweiten Part, was hab ich eigentlich im ersten gesagt? Kristall, Mario, Bartel, Luke, Mockel, Scholli, du Opfer. 5 Minuten Diss und du vergisst ernsthaft Oliver Pocher. Dass ich wie Mockel schwöre, musst du erst beweisen, mein Freund. Aber ich nicht, dass du weißt, wo die Scheiße dann läuft. Du nennst mich Kristall. Und denkst dann, dass das ein krasser Punch ist. Obwohl bei dir Versetzung gefährdet Programm ist. Ein dünner Lauch, der erzählt, wie viel Cash er verdient. Er das Format ist vom Beacon und der Rap ist von Dima. Sagst ein Kochrezept zu rappen, hat für Brian gereicht. Aber du rappst auch schon das Kochrezept für einen als Brian. Neben Family Guy gucke ich auch noch Garfield mit. Verstehst du, Cat, weil das ne Katze ist. Du bist Julia und ich Brian auf dem Level, na gut. Du bringst nur Lois in der Runde und hast Mac in der Hook. Wenn das Turnier vorbei ist, Brizzy, was machst du dann? Ja, wenn du ihm jetzt zeigst, mach ich den Tapaluga-Tanz. Und der geht Tanesano mit den Du. Und sagst, wie gut man darin sitzen kann. Aber du darfst es nicht fahren. Macht schon Spaß, mit so einem Cabrio zu fahren. Hätte man mich gefragt. Aber du darfst es nicht fahren. Ist okay, aber das Mädchen und das Auto sind um 6 wieder zu Hause. Aber du darfst es nicht fahren. Hätte ich eine Mercedes ohne Tone, wäre ich gefahren. Habe ich, weil ich es darf. Ich hol nen Bausparvertrag, du nur für Casco, für dein Freund, damit du auffahren darfst. Und er nicht wieder sagt, wenn du weißt, wäre das als super strafbar. Ich dreh mit dir nur eine Runde im Kreis auf dem Parkplatz. Jeder in meiner Crew ist das fünfte Rad am Wagen. Aber auch mit diesem Wagen darfst du wieder nicht fahren. Shit, Beifahrer sitzt auf dem Motorboot. Bitch, Comedy sind nur deine Probiotik-Moves. Motorboot, Mercedes, Drohne und bekiffte Beute. Kehrt das Einzige, was an dir reich ist, sind nur deine Freunde. Und ich frage mich so, wenn man deinen Songtitel liest ab, warum steht dahinter nicht K1-Parodie? Die Zielgruppe schon, wie man an dein Comment schon erkennt, besteht deine Community fast nur aus dich hassenden Vocal-Fans. Du machst aus meinem Kommentar gleich 6 ein Front. Das sagt mehr über dein Ego aus als über meine Props. Und wenn der Akku leer ist, ist dein Text beschissen. Cap, du stehst auf dem Dach und machst die Pflastertreppen Witze. Googles Weekend, Kopie, Brian und Diamant. Mit den Ergebnissen von Google wird die Runde richtig lang. Und ja, VBT-Kiddies kommen langsam in die Jahre und vermissen diese VBT-Vergangenheit sehr. Und sowas wie das hier ist keine Comedy-Show. Ist für die halt schon seit Jahren keine Punchline mehr. Tanis Auto mit den Dunes, sagst wie gut man darin sitzen kann. Aber du darfst es nicht fahren. Macht schon Spaß mit so einem Cabrio zu fahren, hätte man mich gefragt. Aber du darfst es nicht fahren. Ist okay, aber das Mädchen und das Auto sind um 6 wieder zu Hause. Aber du darfst es nicht fahren. Hätte ich eine Mercedes ohne Tone, wäre ich gefahren. Habe ich, weil ich es darf.